Im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, gibt es ein extrem mysteriöses Objekt. Es ist eine ungewöhnliche, unglaublich große Materieansammlung, die wahrscheinlich irgendwie mit dem supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie zu tun hat. Könnte es ein kosmischer String sein? Ein extrem massereiches Objekt in Form eines superdünnen Fadens? Jetzt ist es erstmals gelungen, ein hochauflösendes Foto zu machen. Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht und bekommt es jetzt in Klicks von Science Fiction mit allen Fakten zu dem mysteriösen Objekt und was es sein könnte und wie es vielleicht auch mal wieder die dunkle Materie in Frage stellen könnte. Herzlich willkommen. Der Astronom Farhad Youssef Zadeh aus Chicago war es, der die ungewöhnliche Materieansammlung im Zentrum der Milchstraße 2016 entdeckt hatte. Ein Filament. So werden große, zusammenhängende Strukturen im Universum genannt. Filum ist lateinisch und bedeutet Faden. Und diese Materieansammlungen sind tatsächlich aus fadenförmigen Verbindungen aufgebaut. Es ist wohl 2,3 Lichtjahre lang und krümmt sich um das schwarze Loch namens Sagittarius A-Stern im Zentrum der Galaxie. Mit Hilfe einer neuen Methode konnte jetzt erstmals ein wirklich hochauflösendes Bild von diesem Objekt gemacht werden. Zitat: Das Foto zeigt uns, dass das Filament aus dem schwarzen Loch entstehen muss. So einer der beteiligten Forscher, Mark Morris von der University of California. Doch wie ist es konkret entstanden? Darüber gibt es bereits drei Theorien. Der ersten Idee nach könnte das Filament durch superschnelle Teilchen verursacht werden. Diese werden wohl aus dem schwarzen Loch geschleudert. Doch wenn Gas ins schwarze Loch gerät, kann ein vertikales magnetisches Feld in Zylinderform entstehen, das rotiert. In diesem so entstandenen Zylinder produzieren die beschleunigten Teilchen Strahlung. Dabei dehnen sie sich um die magnetischen Feldlinien und entfernen sich vom schwarzen Loch. Dieses Szenario würde für Astronomieteams die Erkenntnis bedeuten, dass das magnetische Feld in solch einer Umgebung nicht chaotisch, sondern gleichmäßig ist. Eine beeindruckende Erkenntnis. Die zweite Theorie ist gleich noch dramatisch spannender. Denn bei dem Filament könnte es sich auch um einen kosmischen String handeln. Also ein extrem dünnes Objekt mit Masse und elektrischer Ladung. Bisher ist das aber ein theoretisches Konstrukt. Ein String konnte bisher noch nicht entdeckt werden. Doch in der theoretischen Physik nimmt man an, dass solche kosmischen Strings existieren und sich in Richtung eines galaktischen Zentrums bewegen. Sobald er sich dem Ereignishorizont nähert, könnte es, also dieser String, vom schwarzen Loch verschwinden. Falls es sich also tatsächlich um einen String handelt, wäre das die allererste Entdeckung eines Strings überhaupt? Wow! Ein solcher String ist ein absolut wahnsinniges Objekt. Es hätte einen Durchmesser, der es nahezu eindimensional macht. Der trillionste Teil des kleinsten Atoms, das wir kennen, des Wasserstoffatoms. Und sein Gewicht wäre exorbitant. Bei einer Länge von 6 Kilometern würde ein solcher String so viel wiegen wie die Erde. Bei einer Länge aber von 2,3 Lichtjahren wären es rund 4,7 Millionen Sonnenmassen. Moment, 4,7 Millionen Sonnenmassen? Das ist ja sogar mehr, und jetzt Achtung festhalten, als unser zentrales schwarzes Loch Sagittarius A Stern haben soll. Nämlich 4 Millionen Sonnenmassen soll die Masse dort sein. Das ist wirklich ziemlich verrückt. Und ich erinnere mich mal wieder daran, dass die Teilchen der dunklen Materie immer noch nicht gefunden wurden und solche extremen Massen natürlich auch wieder dazu beitragen, die fehlende Masse vielleicht doch woanders zu finden. Wahnsinn, ja. Und der dritten Theorie zufolge könnte die Anordnung und die Position des Filaments zu dem schwarzen Loch auch ein kosmischer Zufall sein. Demnach würde es keinen Zusammenhang geben. Dann wäre es also nur ein Filament wie jedes andere in der Galaxie. Doch seien wir mal ehrlich, solch ein Zufall, der ist doch wirklich eher unwahrscheinlich. Ich finde das alles unglaublich spannend. Nehmen wir nur mal an, dass von den zentralen Löchern in den Galaxien solche Filamente ausgehen, also solche kosmischen Strings darauf zugehen. Das wäre für mich echt wieder ein Indiz dafür, dass die bisherige Theorie von der dunklen Materie, die ja eine ist, die noch nicht bestätigt wurde, tatsächlich ein Irrtum wäre. Schon sehr spannend. Und diese kosmischen Strings, das ist auch nochmal spannend, die könnten tatsächlich etwas mit der String-Theorie zu tun haben. 2002 wurden sie nämlich theoretisch vorhergesagt im Rahmen der String-Theorie. Am Ende der Entstehung unserer vier Raumzeitdimensionen würden sie im intergalaktischen Maßstab entstehen. Wow, das ist wirklich irrsinnig. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ob weitere Erkenntnisse dazu gewonnen werden können. Denn der Theorie nach müsste dieser String Gravitationswellen ausstrahlen und er müsste die Hintergrundstrahlung verzerren. Die Entdeckung dieses Filaments jedenfalls spannt Forschungsteams weltweit auf die Folter. Dazu einer der beteiligten Forscher
Yunhui Zhao aus Cambridge. Ein Teil des Nervenkitzels der Wissenschaft ist, über ein Mysterium zu stolpern, das nicht leicht zu lösen ist. Wir haben keine Antwort, doch der Weg dorthin ist faszinierend. Ja, wenn ihr also nicht verpassen wollt, wie vielleicht schon bald die Theorie der dunklen Materie umgeschmissen wird, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Schon bald wird es dazu nämlich hier ein Video geben und ihr erfahrt dann auch vor allen anderen von diesem Video vorab garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klicks und mitmachen und Themen vorschlagen zum Beispiel. Und ja, das ist der direkte Draht zu mir. Einfach hier draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der... Genau, vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken. Dunkle Materie, Rätsel gelöst, spielen schwarze Löcher eine Rolle. Ja, ansonsten bis dann. Bleibt dran.